Den Verantwortlichen für die Wiesbaden Biennale wurde vorgeworfen, mit der Erdogan-Statue einen perfiden Versuch mit Menschen gestartet zu haben. Wie sehen Sie das? Nun, ich kann das wiedergeben, was ich aus den Gesprächen auch mitbekommen habe. Und die Menschen haben das tatsächlich so auch empfunden, dass sie hier als Versuchskaninchen missbraucht worden sind. Und teilweise haben Leute gesagt, wir sollten uns hier die Köpfe einschlagen, nur damit Aufsehen erregt wird und Schlagzeilen entstehen. Das Konzept der Wiesbaden Biennale, das Motto der Wiesbaden Biennale heißt Bad News. Und zu den schlechten Nachrichten gehört, dass aus dem Staatstheater ein Supermarkt geworden ist für die Zeit der Biennale und ein Autokino. Und eine wirklich schlechte Nachricht ist ja, dass im Zentrum von Wiesbaden eine Erdogan-Statue aufgestellt worden ist. Wurde das Biennale-Konzept Ihrer Ansicht nach im Westend angemessen vermittelt? Nun, die wenigsten haben das als Kunstaktion verstanden und man hätte das wohl auch begleitend noch weiter hier kommentieren müssen oder auch die Leute informieren müssen. So wurde das als reine Provokation empfunden und es hat vielleicht bei den anderen Aktionen geklappt, aber hier im Westend hat das eben nicht funktioniert. In einem Interview mit der VRM hat der verantwortliche Staatstheaterintendant gesagt, es sei besser, wenn sich die Situation an einem Kunstwerk entlädt, als in einem Bürgerkrieg zwischen verfeindeten Gruppierungen. Glauben Sie, dass eine solche Ventilfunktion der Kunst funktioniert? Sie funktioniert bestimmt mal, nur bei diesem Thema, finde ich, ist das Ziel verfehlt worden. Denn die Menschen haben es im Endeffekt auch satt, über dieses Thema zu sprechen. Sie müssen sich auf der Arbeit, wo auch immer, immer rechtfertigen, auch zu bestimmten Themen, die in der Türkei einfach passieren. Und sie sagen sich, wir haben ganz andere Probleme, die auch die Mehrheitsgesellschaft betreffen. Das heißt, es ist die Arbeitssuche, die Wohnungssuche, in der Schule. Und wir wollen uns eher damit beschäftigen, anstatt sich jeden Tag oder alle paar Tage über Erdogan auszulassen.